Das schmale Büchlein Söhne und Weltmacht, das der Bremer Soziologieprofessor Gunnar Heinsohn 2003 veröffentlichte, wurde auf Anhieb zu einem der meistdiskutierten deutschen politischen Sachbücher der letzten Jahre. Der Begriff des Youth Bulge und die Vorstellung, dass die Altersstruktur einer Gesellschaft ein elementarer Faktor zum Verständnis ihrer politischen Entwicklung sei, wurden durch dieses Buch im ganzen deutschen Sprachraum populär. Dass die Resonanz eines sich mit einem normalerweise nicht sonderlich zugkräftigen Themas wie vergleichender historischer Demografie befassenden Buches so stark ausfiel, hängt sicher auch mit dem Zeitpunkt des Erscheinens zusammen. Bei der Erstveröffentlichung 2003 war die nach 9/11 losgebrochene islamophobe Welle in der westlichen Welt auf einem ersten Höhepunkt angelangt. Und obwohl Heinsohns Buch sich nicht exklusiv mit dem modernen islamistischen Terror auseinandersetzt, ist dieser doch ein ausführlich behandeltes Fallbeispiel für seine These von gesellschaftlichen Erschütterungen durch demografische Faktoren. Die Heinsohn-Rezeption war und ist stark von Heinsohns rechtskonservativen bis reaktionären politischen Präferenzen und seiner markigen bis zur Menschenverachtung zynischen Sprache geprägt, wenn er von Menschenmaterial spricht, vom Abbau von Youth Bulges durch Bürgerkriege, von einem Überschuss an Söhnen, der durch Krieg und Terror korrigiert werde. Als Linker wird man schwerlich Sympathie für Heinsohn empfinden können und ist schon nach den ersten Seiten in den apokalyptischen Bildern die drohende Gefahr der Invasion überschüssiger Sohnesmassen aus der Dritten Welt gegen den Westen heraufbeschworen wird, geneigt, Söhne und Weltmacht als reißerisches Machwerk mit kolonialistischer Attitüde beiseite zu legen und keiner weiteren Betrachtung zu würdigen. Es lohnt sich aber durchaus, sich mit Heinsohns Thesen auseinanderzusetzen, die im weiteren Verlauf des Buches differenzierter als in der Einleitung daherkommen. Im Mittelteil von Heinsohn, Mittelpunkt von Heinsohns Konzept, steht die Vorstellung, dass die Frage, ob eine Gesellschaft zu Terror, Krieg und revolutionären Erschütterungen neigt, in erster Linie aus ihrer Demografie resultiere. Demografisch expandierende Gesellschaften sind doch politisch und militärisch expandierende Gesellschaften. Und wo keine Eroberungszüge und Reichsgründungen nach außen möglich sind, entlädt die Spannung stark wachsender Gesellschaften sich in Form von Terrorismus, Unruhen und Revolutionen nach innen. Dabei verwahrt er sich explizit gegen die Annahme, Malthusianer zu sein. Nicht die Begrenztheit materieller Ressourcen und nicht Hunger und Elend treibe die Massen junger Leute in stark wachsenden Gesellschaften zur Aggression und Expansion. Am Rande des Verhungerns dahinvegetierende Paupers besäßen üblicherweise gar nicht die notwendige Vitalität und Willenskraft, ihre Unzufriedenheit in Kampf und Eroberung zu verwandeln. Heute geht der Anteil der Hungernden weltweit zurück und trotzdem stolpern demografisch wachsende Gesellschaften von einer Krise zur nächsten. Die meisten heutigen Eroberer, Terroristen und Revolutionäre aus Entwicklungsländern seien relativ gut ernährt und relativ gut ausgebildet. Sie handeln nicht aus purer Existenznot. Die entscheidende Frage sei nicht, wie viele Menschen kann eine Gesellschaft notdürftig am Leben erhalten, sondern wie vielen Menschen kann eine Gesellschaft befriedigende Lebensstellungen schaffen, Möglichkeiten, ihren Ehrgeiz auszuleben und eine geachtete soziale Position zu erreichen. Wenn einer Gesellschaft nun die Geburtenraten sehr hoch sind, rücken nicht mehr aufstiegswillige, ehrgeizige junge Menschen nach, als alte Menschen aus dem Arbeitsleben und aus gesellschaftlichen Stellungen abtreten. Für den Großteil der Jungen gibt es also auch mit noch so guter Ausbildung keine befriedigenden, mit Sozialprestige verbundenen Posten zu verteilen. Als überschüssige Söhne, der rechte Heinsohn spricht immer nur von Söhnen und scheint nur diese als geschichtsbildenden Faktor zu betrachten, vegetieren sie auch nach einem guten Schul- oder Uni-Abschluss beschäftigungslos bei ihren Eltern dahin oder schlagen sich mit irgendwelchen schlecht bezahlten und gering geachteten Hilfstätigkeiten durch, während nur ein ganz kleiner Teil Chancen auf respektable Stellungen hat. Das frustrierende Gefühl, überflüssig und perspektivlos zu sein, unter normalen Umständen niemals eine Chance auf Befriedigung des eigenen Ehrgeizes oder auch nur auf Familiengründung und einen passablen Job zu bekommen, macht das diesen jungen Leuten zu allem entschlossene Desperados, die zu jedem Abenteuer und jedem Risiko bereit sind, um sich eine befriedigendere Lebensstellung zu erobern.
Wenn diese frustrierten, zu allem entschlossenen Jungen nun einen großen Teil der Gesellschaft ausmachen, ergibt das sozialen Sprengstoff, der sich in Terrorismus, in expansiver Eroberungslust oder in Revolutionen entladen kann. Wo in sehr kurzer Zeit plötzlich sehr viele perspektivlose junge Männer in die Gesellschaft geworfen werden, da knallt es. Welcher radikalen Ideologie diese Leute sich anschlössen, sei dabei mehr oder weniger Zufall. Islamistischer Terrorismus, faschistischer Stoßtrupp, kommunistische Revolutionsbewegung, alles, was Erschütterung der alten Ordnung, große Abenteuer und Heldentaten, Ruhm und Beute verheiße, sei als ideologische Legitimation der einzelnen Aspirationen recht. Entscheidend ist daher nicht der absolute Bevölkerungszuwachs, sondern die Frage, ob es einen Youth Bulge gibt, also einen außergewöhnlich hohen Anteil von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Von einem Youth Bulge spricht Heinzsohn, wenn die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen über 20% der Gesamtbevölkerung ausmacht, beziehungsweise die der Kinder unter 15 Jahren mindestens 30%. Während im vergreisenden Deutschland der Anteil der unter 15-Jährigen bei gerade mal 12-13% liegt, erreiche er in arabischen und afrikanischen Ländern bis über 40%. Und je größer der Youth Bulge, desto höher die Wahrscheinlichkeit von Terror, Krieg, Massakern und Revolutionen unter diesen Massen frustrierter, überschüssiger Söhne. Nachträglichen Infantizid nennt Heinzsohn das etwas zynisch. Das Phänomen des modernen islamistischen Terrorismus und die Welle von Kriegen und Unruhen in der arabischen Welt gehe darauf zurück, dass die arabischen Gesellschaften gerade einen besonders krassen Youth Bulge erleben. Dass es in ihnen plötzlich enorme Massen unbeschäftigter, perspektivloser junger Männer voller Tatendrang und Ehrgeiz gebe, die in den Strukturen der etablierten Ordnung kein Ventil finden. Aber Heinzsohn spricht sich explizit gegen die von Samuel Huntington einige Jahre zuvor im Clash of Civilizations vorgetragene Annahme aus, die Unruhe der arabischen Welt gehe auf einen besonders aggressiven und kriegerischen Charakter der islamischen Religion und Kultur zurück. Youth Bulges habe es schon in jeder Gesellschaft gegeben. In jeder zeitigten sie dieselben dramatischen Folgen und in jeder sei ihre ideologische Legitimation nur ein historisch zufälliger Überwurf, den die Youth Bulge Desperados sich zur Stilisierung ihrer materiellen und sozialen Begierden als eines moralisch edlen Unternehmens zurechtlegen. Würde die arabische Welt mehrheitlich christlich oder hinduistisch oder atheistisch, würde sie dadurch nach Heinzsohn kein Stück friedlicher und ruhiger werden, weil die ihren gegenwärtig aggressiven und expansiven Charakter notwendig hervorbringenden materiellen Faktoren dabei unverändert blieben. Es handelt sich dabei auch nicht um einen ewigen Zustand. Youth Bulges lösen sich früher oder später auch wieder auf. Industrialisierung und Urbanisierung, die enorme Steigerung der durchschnittlichen Lebenserwartung und die drastische Senkung der Kindersterblichkeit auch in armen Ländern durch den medizinischen Fortschritt und die revolutionären Produktivitätssteigerungen der Landwirtschaft bei zunächst unverändert hohen Geburtenraten hätten in den letzten Jahrzehnten zu einem historisch beispiellosen Anschwellen der Bevölkerungsgröße und des jugendlichen Anteils in den Entwicklungsländern geführt. Aktuell eben besonders stark in arabischen und afrikanischen Ländern. Diese Anpassungskrise sei aber vorübergehender Natur. Ab einem bestimmten Entwicklungsniveau gehen die Geburtenraten stark nach unten und die Lage entspannt sich wieder. Dramatisch und konfliktreich seien nur die ersten paar Jahrzehnte der Übergangsphase von traditionellen vormodernen Gesellschaftsstrukturen in die moderne. In den meisten Entwicklungsländern werde der Zenit voraussichtlich in den 2020er Jahren überschritten sein. Ergo dürften ab etwa 2025 die Youth Bulge-induzierten Krisen abflauen und ab etwa 2050 könnte es gar globale Probleme durch zu niedrige Geburtenraten geben, wie sie sich heute schon den vergreisenden und aussterbenden Gesellschaften Osteuropas zeigen. Auch Westeuropa habe historisch seine große Youth Bulge-Periode durchgemacht. Das Zeitalter der atemberaubenden europäischen Expansion ab dem 16. Jahrhundert. Europa, im Mittelalter ein unbedeutender, ärmlicher westlicher Fortsatz Asiens, tritt ab dem 15. Jahrhundert plötzlich auf die Weltbühne und macht sich diese in erstaunlich kurzer Zeit zu eigen.
Ab Ende des 15. Jahrhunderts beginnt dieses einstige Peripheriegebiet die Weltmeere zu überqueren, Kolonien zu gründen, große Reiche zu zerstören, plündernd und siedelnd kreuz und quer über die Erdkugel zu streifen, und bis ins 19. Jahrhundert hat Europa praktisch die Weltherrschaft errungen. Woher kommt auf einmal diese ungeheure Dynamik Europas? Heinzson meint, in erster Linie durch die Herausbildung eines enormen Youth Bulge ab dem 15. Jahrhundert. Zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert explodiert die Bevölkerung Europas von ca. 50 Millionen auf ca. 460 Millionen. Europas Anteil an der Weltbevölkerung verdoppelte sich auf ein Viertel. Und diese Bevölkerung war extrem jung. Die Geburtenraten lagen durchweg bei ca. 5 bis 7 Kindern pro Frau. Heute 1 bis 2. In England verdoppelt sich die Geburtenrate im 15. Jahrhundert innerhalb einiger Jahrzehnte. Die globale Expansion Europas beginnt genau in dem Moment, in dem seine Geburtenraten und seine Bevölkerungszahl einen plötzlichen, drastischen Anstieg erleben. Und sie erreicht ihren Zenit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, genau in dem Moment, in dem der europäische Mega-Youth-Bulge sich aufzulösen beginnt. Dabei sei auch im Falle Europas nicht die absolute Bevölkerungsgröße und nicht absolute Knappheit an materiellen Gütern ausschlaggebendes Motiv der Expansion gewesen. Anfang des 14. Jahrhunderts, vor der großen Pest, war die Bevölkerung Südeuropas, von wo die europäische Expansion startete, ein gutes Stück größer als im späten 15. Jahrhundert. Entscheidend ist die Herausbildung eines extremen Youth Bulge, das Auftreten von Massen junger Männer ohne soziale Perspektive in sehr kurzer Zeit. Wobei freilich einzuwenden wäre, europäische Expansionsbewegungen gab es auch im Hochmittelalter lange vor der Explosion der Geburtenraten im 15. Jahrhundert. Man denke an die deutsche Ostkolonisation von der Elbe bis ins Baltikum oder an den Aufstieg der italienischen Handelsrepubliken und der Hanse oder die Kreuzzüge. Erstaunlicherweise beginnt diese Entwicklung sehr plötzlich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Im Hochmittelalter hatte die Geburtenrate in Europa noch bei ca. 3 Kindern pro Frau gelegen, nur ein Drittel höher als im heutigen Frankreich. Ab dem späten 15. Jahrhundert explodiert sie dann plötzlich auf die genannten 5 bis 7 Kinder pro Frau. Werte, die heute kaum ein noch so enorm wachsendes afrikanisches Land erreicht. Heinzson schlägt hier einen überraschenden Bogen zu den spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen, die er als den Versuch interpretiert, als Hexen die bisher verbreiteten und sozial geschätzten weisen Frauen auszurotten, die nicht nur als Hebammen arbeiteten, sondern Frauen auch über Empfängnisverhütung berieten. Dass im Mittelalter Empfängnisverhütung und Abtreibung üblich waren, ist bekannt. Erst im 15., 16. Jahrhundert geht das bisherige Wissen über Gynäkologie und Verhütung abrupt verloren, wird die Verbreitung von Kenntnissen darüber verboten und Abtreibung drakonisch bestraft und gesellschaftlich geächtet. Nach den Massentötungen an den Hexen und der Austilgung ihres Wissens steht der Machtsteigerung durch Bevölkerungszunahme nichts mehr im Weg. Man mag von dieser Hypothese, die doch etwas zu sehr nach moderner nationalstaatlicher Logik klingt, gezielte Bevölkerungssteigerung zur Verbesserung der eigenen Stellung im Konkurrenzkampf der Staaten halten, was man will. Jedenfalls erlebt Europa ab dem 15., 16. Jahrhundert eine demografische Revolution, die in Millionenheeren zu allem bereiter junger Desperados resultiert, die in der Heimat nicht viel zu erwarten haben. Die sich nun plündernd, erobernd und reichsgründend in die Welt ergießen und in ihrem Schwung, ihrer Dynamik, ihrer Todesverachtung alle Hindernisse im Sturm niederreißen. Als ab Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts mit absinkenden Geburtenraten dieser kontinuierliche Strom abenteuerhungriger Entdecker, Eroberer und Siedler abreißt, kommt auch die europäische Expansion zum Stillstand. Wird Europa defensiv und seine relative Stellung der Welt immer schwächer angesichts der sich nun zusammenballenden riesigen Youth Bulges in außereuropäischen Gesellschaften? Heinzson nennt noch viele weitere historische Beispiele dafür, dass Youth Bulges immer wieder in große Revolutions-, Kriegs- und Umbruchsperioden münden. Beispielsweise die russische Revolution auf dem Gipfel des im 19. Jahrhundert beginnenden russischen Youth Bulge. Wobei es teilweise etwas albern wird, wenn er beispielsweise die 68er-Bewegung in der BRD auf den Mini-Youth Bulge der besonders geburtenstarken Babyboomer-Nachkriegsjahrgänge zurückführt.
Kleiner, schneller, vorübergehender Jufbalsch gleich etwas 68er Krawall. Großer, langer Jufbalsch gleich Eroberung und Kolonisierung Amerikas. Was ist von all dem zu halten? Heinzohn betont, wie schon mehrmals erwähnt, dass er kein Malthusianer sei. Das mag zutreffen, was die ökonomischen Ressourcen angeht, wenn er argumentiert, dass die Versorgung der Menschheit mit elementaren Gütern trotz explodierender Bevölkerungszahlen besser und nicht schlechter werde. Eine aus Hunger verzweifelte Überbevölkerung, also als Erklärung für die sozialen Verwerfungen in Zeiten des demografischen Umbruchs, ausscheidet. Aber er argumentiert genau wie ein Malthusianer, wenn es um die Möglichkeiten gesellschaftlicher Entwicklung geht. Während ein klassischer Malthusianer die Weiterentwicklung von Technik und Naturwissenschaft ignoriert und deswegen zur Fehlannahme eines absoluten Maximums an Menschen kommt, das ohne Hungerkatastrophen möglich sei, so ignoriert Heinzohn die Möglichkeiten gesellschaftlicher Weiterentwicklung und gelangt deswegen zur Fehlannahme bestimmter demografischer Kennziffern, die notwendig in Terror, Krieg und Chaos münden müssten. Er hat zweifellos recht, wenn er konstatiert, dass im Rahmen einer Klassengesellschaft ein Youth Bulge, also das plötzliche Auftreten von Millionen junger Menschen ohne Aussicht auf eine befriedigende Lebensstellung, beschleunigend und sehr verschärfend auf soziale Konflikte führen und zu enormen Spannungen führen muss. Aber die moderne kapitalistische Klassengesellschaft ist ja keine ewige Naturtatsache. In einer sozialistischen Weltordnung, in der es ein Überangebot an Arbeitskräften nicht geben kann und in der jedem Menschen eine passable soziale Stellung garantiert ist, sind die Geburtenraten irrelevant, sind die Lebensperspektiven junger Menschen bei einer Geburtenrate von 3 oder 4 Kindern pro Frau nicht schlechter als bei einer Rate von 1 oder 2. Heinzohn, der doch beispielsweise bei Entstehung historischer Youth Bulges anerkennt, dass diese nur eine große expansive Dynamik entfalten, wenn sie in einer auf Geldwirtschaft und Verschuldung basierenden Wirtschaftsordnung auftreten, die Profit und Expansion notwendig macht, verkennt, dass so wie Youth Bulges nur unter Vorliegen bestimmter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen relevant werden, sie durch die Schaffung anderer gesellschaftlicher Rahmenbedingungen auch wieder aufhören, es zu sein. Youth Bulges sind erstens nur in hierarchischen Klassengesellschaften überhaupt ein Problem. Sie sind zweitens aber auch in Klassengesellschaften nicht primäre Ursache gesellschaftlicher Erschütterung, sondern nur ein verschärfendes Element, das bereits in ihrer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung angelegte Konflikte hochkochen und explodieren lässt. Als solcher Zünder ist die demografische Entwicklung freilich nicht irrelevant. Mir scheint Heinzohns historische Argumentation schlüssig, dass große gesellschaftliche Konflikte in Klassengesellschaften besonders oft in dem Moment zur Explosion gelangen, in denen ein Youth Bulge sie auf die Spitze treibt. Wobei ich im Gegensatz zu Heinzohn natürlich die Zuspitzung der Konflikte in der kapitalistischen Klassengesellschaft begrüße und die Entstehung einer radikalen revolutionären Massenbewegung der Ausgebeuteten und Perspektivlosen als Hoffnung nicht zu verhinderndes Risiko sehe. Und die demografische Entwicklung Europas stimmt aus dieser Sicht nachdenklich. Dass die Bevölkerung Mitteleuropas schrumpft und nicht vergreist, dürfte tatsächlich ein relevantes Hindernis für die Entstehung entschlossener revolutionärer Massenbewegungen hier sein. 20-Jährige mit dürftigen Zukunftsperspektiven sind nun einmal kämpferischer und risikobereiter als 65-Jährige in Frühpension. Aber an seiner monokausalen Fixierung auf seine sozialhistorische Welterklärungsformel aus der Demografie entwickelt Heinzohn einen Tunnelblick. Es sieht nicht mehr, dass die Demografie nur ein geschichtsbildender Faktor unter vielen ist und einer der ökonomischen Entwicklung der gesellschaftlichen Struktur durchaus untergeordneter. Wie gesagt, ob Youth Bulges überhaupt relevant sind, hängt von der ökonomischen und sozialen Struktur der Gesellschaft ab, in der sie auftreten. Siehe dazu auch seine groteske Unterschätzung der Bedeutung verschiedener Ideologien, wenn er Kommunismus, Islamismus und Faschismus für einfach austauschbare Bemäntelungen für die Ambitionen der Desperados erklärt. Dass der rechtsliberale NATO-Fan Heinzohn aus seinen Erkenntnissen reaktionäre politische Schlussfolgerungen zieht, ist natürlich erwartbar.
Bis Abflauen des globalen Youth-Balters ab den 2020er Jahren müsse der demografisch schwächelnde Westen zusammenrücken, sich in seiner Festung einigeln und mit seiner noch drastisch überlegenen Feuerkraft gelegentlich aus der Deckung heraus Präventivschläge gegen die bedrohlichsten demografisch expandierenden Herausforderer unternehmen, um deren Potenzial vorübergehend zu paralysieren. Wobei er andererseits auch für kontinuierliche Massenzuwanderung nach Europa, für jährlich mindestens 500.000 Zuwanderer nach Deutschland plädiert, was erstens das demografisch kriselnde Europa gesellschaftlich und ökonomisch stabilisieren, andererseits etwas Druck aus den Youth-Bulge-Gesellschaften nehmen solle. Kurz, ein durchaus lesenswertes Buch eines intellektuell originellen Reaktionärs, der einen historisch interessanten Aspekt beleuchtet, in seiner monokausalen Fixiertheit auf diesen einen Aspekt aber zu schweren Übertreibungen, Pauschalisierungen und albernen Einseitigkeiten gelangt.